Damit der Schweizer Franken den Euro nicht überragt, nehmen wir an, dass die Schweizer Notenbank ihrer lockeren Geldpolitik eine gewisse Zeit lang treu bleiben wird. Jaco Row, NN Investment Partners. Wie erwartet hat die Schweizer Notenbank den bei einem Allzeittief liegenden Leitzins nicht verändert. Man munkelt, dass die Bank ihre Geldpolitik erst im nächsten Jahr normalisieren wird. Wie wird dieser Normalisierungsprozess aussehen und wie wird der Schweizer Franken reagieren? Der Schweizer Franken ist der ausschlaggebende Punkt für die Schweizer Notenbank. Da Europa der wichtigste Handelspartner der Schweiz ist, wird die Notenbank den Wechselkurs des Franken-Euro-Paares genau im Auge behalten. Wir glauben, dass die Schweizer Notenbank auf jegliche Handlungen der Europäischen Zentralbank scharf reagieren wird. Nun zur EZB. Wir gehen davon aus, dass die Notenbank ihr QE-Programm erst im nächsten Jahr abrunden wird. Und damit der Schweizer Franken den Euro nicht überragt, wird die Schweizer Notenbank ihrer lockeren Geldpolitik eine gewisse Zeit lang treu bleiben. Wir glauben nicht, dass die Schweizer Notenbank ihre Geldpolitik in diesem Jahr normalisieren wird. Die Fremdwährungsreserven der Schweizer Notenbank haben rekordhaft hohe Niveaus erreicht. Warum machen sich die Investoren Sorgen, dass der Schweizer Franken über seine Rivalen klettern könnte? Die Höhe der Fremdwährungsreserven verdeutlicht die Abhängigkeit der Schweizer Notenbank von dem Wechselkurs der nationalen Währung. Einen Anstieg des Schweizer Franken wird die Notenbank um jeden Preis verhindern. Der Schweizer Franken könnte jedoch steigen, und zwar aufgrund politischer Risiken in Europa. Dazu zählen die anstehenden Wahlen in Frankreich zum Beispiel. Aufgrund dieser Risiken könnten sich die Investoren wieder den sicheren Hafenwährungen zuwenden. In diesem Fall würde die Schweizer Notenbank einen Anstieg des Schweizer Franken kaum verhindern können. Außerdem befindet sich der Schweizer Franken momentan unter einem strukturellen Druck. Die Schweiz verfügt über einen Leistungsbilanzüberschuss von rund 10% des BIP. Es gibt kaum private Kapitalabflüsse. Die vorläufigen Daten zur Konsumstimmung von der Universität von Michigan sind gestiegen. Nichtsdestotrotz befindet sich der Greenback unter einem starken Druck. Wie wird sich das Währungspaar in der Zukunft verhalten? Man sollte sehr vorsichtig sein, was den US-Dollar angeht. Alle rechnen damit, dass der Greenback steigen wird. Die amerikanischen Wirtschaftsdaten sehen recht gut aus und die Märkte sind ziemlich bullisch eingestellt. All das ist im heutigen US-Dollar bereits mit einkalkuliert. Der Greenback würde rasch sinken, falls wir in den nächsten Monaten enttäuschende US-Wirtschaftsdaten erhalten sollten und falls sich die amerikanische Notenbank nicht an ihre Leitzinserhöhungspläne halten sollte. Jaco, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.